drei Jahre Bitcoin. El Salvadors Bilanz. Vor drei Jahren führte El Salvadors Präsident Bukele Bitcoin als Zahlungsmittel ein und startete aggressive BTC-Käufe. Nayib Bukele gilt als Bitcoin-Maximalist. Er machte Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel und schrieb damit Geschichte. Seit Einführung der BTC-Adoption kauft das Land täglich einen Bitcoin. Diese Strategie brachte einen Fiat-Gewinn von über 40 Millionen US-Dollar. Insgesamt besitzt El Salvador heute 5.868 Bitcoin im Wert von etwa 325 Millionen US-Dollar, sicher verwahrt in einer Hardware-Wallet. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 44.000 US-Dollar. Eine Bildungsinitiative für 80.000 Angestellte der öffentlichen Verwaltung zeigt El Salvadors Engagement für langfristigen Erfolg in der Bitcoin-Politik. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.